Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wie immer in 21 zu 9. Und bevor ihr wundert, wo ihr sich hinschaut, die schaut hier hin. Nur da kommen wir irgendwie nicht dran gerade. Aber ihr habt sehr viel verpasst, wenn ihr jetzt die letzten 5, 6 Folgen nicht geschaut habt. Deswegen empfehle ich euch, oben rechts auf das E-Symbol zu klicken. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Und eines vorweg: Wir haben. Was war das? Ach, Vogel. Ich dachte so, was kommt da für so ein Schatten da unten? Ja. Also ja, genau. Eins vorweg. Wir haben unseren Bruder Ether getroffen. Und da war so eine kleine unerwartete Wendung. Allerdings sind wir jetzt qualifiziert. Zumindest hoffen wir es. Weil wir haben ja einen triftigen Grund. Die Insel Inazuma besuchen bzw. betreten zu können. Allerdings sollen wir erstmal hierhin zu einem Charakter, den wir bereits testen konnten. Wir haben auch den Charakter zweimal gedroppt, einmal in der Folge 150 und Folge 160. Und zwar zu Captain Baidu. Ich gucke gerade, da ist so ein Sternsymbol, wenn das jetzt da oben ist. Tatsächlich. Der Typ denkt sich bestimmt auch nur so, what? All clear as far as the eye can see. Tja, ich bin auch unter dir. Einmal um die Ecke. Du, nein, keine Lust jetzt anzuquatschen. So. Aha, König der Welt. Okay, treffen wir jetzt bei du. Hui, bam. Nein. Die blüht eine Tracht Prügel. Was? Du bist die Reisende? Was machst du hier? Ich suche nach Baidu. Du suchst nach dem Captain? Du denkst ernsthaft, man kann einfach ganz nebenbei nach ihr suchen? Hey, kommt mal her. Fesselt diesen blinden Passagier und verfüttert ihn an die Fische. Was soll das denn den ganzen Aufruhr hier? Dieser Störenfried hat sich aufs Schiff geschlichen, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Und ich dachte, ich sollte mich für Baidu darum kümmern. Gut, das reicht jetzt. Hör auf, hier Leute zu erschrecken, sonst kriegst du noch Ärger mit Captain Baidu. Ach, ich. Jetzt komm erstmal wieder runter. Und du, Reisende, was hast du mit dem Captain zu schaffen? Ich möchte nach Inazuma. Du willst nach Inazuma? Per Schiff? Dann solltest du lieber persönlich mit dem Captain reden. Sie ist an Bord. Aber in der letzten Zeit beschäftigt sie etwas sehr. Halte die Augen offen und versuche, sie nicht zu stören. Verstanden? Wir liegen hier auch schon eine ganze Weile vor Anker, was zu einigen Verzögerungen geführt hatte. Wie wäre es, wenn du dich nützlich machst und auf dem Schiff nach Leuten suchst, die deine Hilfe brauchen? Okay, könnten wir machen währenddessen. Und ich bin auch froh, dass wir endlich so ein Schiff betreten können. Das ist etwas, was ich schon lange. Sucht er was? Was ich ja vor langer Zeit mal angekündigt hatte, ob wir dann das irgendwann machen können. Ups. Naja. Hey, du, willst du meiner Cygnus-Flotte beitreten? Cygnus. Ich mach dich dann auch zum stellvertretenden Captain. Die Cygnus-Flotte? Ja, meine eigene Flotte. Bisher bin ich der Einzige, aber eines Tages wird sie so groß wie die Krux. Meine Eltern waren beide Matrosen auf einer Expedition, jedoch verloren sie ihr Leben und Baidu nahm mich auf. Wir hier haben ein Sprichwort, es lautet: Das Neue übertrifft das Alte. Captain Baidu hat mich aufgezogen, meine Flotte darf keine Peinlichkeit für sie darstellen. Ich möchte der beste Matrose werden, aber Captain Baidu lässt mich nicht raus auf die See. Sie sagt, es wäre zu gefährlich. Zwar hielt Onkel Yusa mir einen ganz schönen Standpauke, aber es war das erste Mal, dass ich raus auf See konnte. Als er diesen Namen genannt hat, hatte ich für einen kurzen Augenblick den Großvater von Prinz Zuko gedacht, aus dieser Serie Avatar, Herr der Elemente. Dachte ich so, könnte hier vielleicht ein Easter Egg sein, aber. Okay, die kann man nicht ansprechen.
do those symbols really mean? Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatui in Osile, right? Mein Ruf eilt mir voraus. Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Hey! The name's not Floating Thing! It's Paimon! Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. Ist dieser Kerl zufällig ein Bade? Also so wie Venti? You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Well, I can't argue with that. Okay, then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Ich hab kein göttliches Auge, aber... You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? Ja, da habe ich mich auch gerade gedacht, wie soll das denn funktionieren? Oder ist der Besitzer gestorben und keine Ahnung, wurde vorher entnommen? Oder das heißt, wir müssen es aber dann auf jeden Fall machen und gewinnen, weil sonst kriegst du La Signora das dritte Auge. Das dritte, vierte? Dritte, ja. When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So, if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht interessiert, oder? Ein göttliches Auge ist für mich nicht vom Nutzen. Ich würde das zweite anklicken, weil ich möchte ihre Reaktion gerne mal wissen. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting.
competing in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. Das war einfach. You just want her to take part in your tournament! What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Das Selbstvertrauen dafür habe ich. Lass es uns wenigstens versuchen. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Der aufziehende Sturm. Ah, aber erstens Kadehara, da haben wir schon mal was von ihm gehört. Oder, nee, nicht von ihm direkt, sondern von dieser Stadt. Die ist ja zerstört worden vor 500 Jahren. Aber wie gesagt, schaut euch einfach die letzten 5-6 Episoden ein. Das ist so eine zusammenhängende Episode im Endeffekt. Da wird das nämlich ein bisschen aufgeklärt. Auch wenn wir viel hin und her gelaufen sind. Aber wo sollen wir denn dafür hin? Hier hin. Nee, ich würde erstmal das hier machen. Unsere Belohnung abholen, unsere Daily sozusagen. Klar, ich sollte eigentlich die Daily Mission mal wieder mal machen, weil wir brauchen dringend die Steine, oh Gott. Urgesteine, so. Ich kann es mir einfach nicht merken, wie die Dinger heißen. Also nicht auf Anhieb. Und ja. Es kamen jetzt so viele Events und so weiter in den letzten Episoden. Allerdings ist das auch wichtig, die Events zu machen, weil man durch die Events, glaube ich, ein bisschen mehr kriegen kann. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber wir haben ja allein schon für das Sommer-Event sehr viel bekommen. Und ich würde gerne schnell nach Inazuma noch reisen, solange hier noch so Event-Missionen ready sind. Das Problem ist, die Beschreibung im Internet war auch ein bisschen unklar. Irgendwie, um nach Inazuma zu kommen, muss man Level 30 sein. Aber die Mission, um sie freizuschalten, dafür ist Level 34 nötig gewesen. Ich weiß nicht, warum manche Leute behaupten, ja, mit 30 habe ich es schon geschafft, Inazuma zu besuchen. Aber naja, gut. Hier diese Ansehungsbelohnung. Ich check das gerade nicht. So. Was das genau zu bedeuten hat. Achso, ich müsste doch auf die andere Seite. Und da steht ganze Zeit eine Belohnung. Seit dem Update. Superhero Landing. Nur wenn ich da bin, ist halt irgendwie nichts. So, irgendwie, keine Ahnung. Hier sind immer noch keine roten Punkte. Naja, gut. Reisen wir jetzt zu dieser Arena. Dafür müssten wir, ja, idealerweise von hier. Dann würde ich einfach drüber huschen und, ja. Schauen uns das mal an, was uns erwartet. Ach, ich erinnere mich, das ist doch diesen mit dem Kreis, mit der einen Herausforderung, die ich nicht geschafft habe. Was war das, Folge 35? 45? Da habe ich mich, glaube ich, auch das erste Mal in diesem Let's Play auch richtig aufgeregt. Aber mittlerweile sollte es für uns ja kein Problem darstellen, weil wir sind ordentlich stärker geworden, Level-Ups ohne Ende. Hier Muscheln einsammeln. Oh, ist das ein Geo-Dings? Sieht so aus. Geo-Siegel. Geo, ne, nicht Geo-Siegel. Doch, Geo-Siegel. Ja. So. Genau, das war diese komische Arena. Ja, ich erinnere mich jetzt. Das war aber für so ein Rätsel. Das ist so eine geheime Mission. Deswegen muss ich gucken, wo wir nochmal dafür anfangen mussten. Weil wir mussten hier quer durch die ganzen Inseln fliegen für, meine ich. Oder war das diese Insel? Naja, auf jeden Fall mussten wir hier quer fliegen. Ein paar Gegner besiegen, damit Zeit nicht abläuft und so. Und dann... Ach, ich glaube, da sehe ich es doch links schon. Hier ist so ein fliegendes Ding. Hatten wir irgendwas übersehen? Ja. Ich mache die gerne immer sofort, weil dann laufe ich einmal vorbei und dann vergesse ich das erstmal für die nächsten 200 Folgen gefühlt. Es kann aber auch sein, dass irgendwas Neues dazugekommen ist.
So. Hey, wieder 5 Urgestein. Soll ich mal direkt weiter nach oben klettern? Ach, ist da noch eine Truhe oder so? Hey, okay. Ja, das hat auch für Geräusche zu verursachen. Schlüssel. Habe ich irgendwas mit Schlüssel? Ich glaube, das wäre hier drunter. Was ist das denn? Ein Fragment, das du nach dem Sieg über den Herrscher des Wirbels erhalten hast. Ach so, okay. Nee, irgendwo sehe ich da nichts mit Schlüsseln. Das heißt, wir haben auch keine Schlüssel. Ganz viel Holz. Vielleicht bin ich einfach nur wieder blind. Verbesserung von Talenten. Nee, das sind das nicht. Dann haben wir alle anscheinend keine Schlüssel mehr übrig. Aber ich sollte diese Insel mal markieren, weil scheinbar haben wir die Insel noch nie betreten. Also machen wir das ja. Sonst irgendetwas hier? Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Bin ich mal gespannt, was uns erwarten wird. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Hello, are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Noch nicht. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Chihu Fels? Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were two of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Klingt, beeindruckend. I told you. Unarmed, outnumbered 2-1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. But the fact remains that I did manage to subdue the both of them. And hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh yeah. Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Wollte ich gerade sagen. Für uns ist das einfach Alltag und ja. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Gut, dass wir keine Kinder sind. Haha, nein. Klick. Der hier scheint einer von diesen solchen Schatzräuber zu sein. Ah, ne, sah so aus. Hi there! Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. Ich wollte gerade sagen, das kam mir, als sie meinten, wir sind Schüler und bla bla bla. Ist das nicht die eine Schule, die wir schon mal in irgendeiner Mission erwähnt bekommen hatten? Ich meine, das war um Episode 60 herum, als wir in diese tiefen Schlucht waren, in diesem Gebiet, wo da ganz viele hohe
Stein- oder Felsformationen waren, die alle nur mit Brücken miteinander verbunden waren und so weiter, wenn ihr wisst, was ich meine. Da gab es doch auch zwei Studierende oder Schüler, keine Ahnung, die doch was über eine Schule erzählt hatten, dass sie auf Erkundungstour sind oder so. Aber, Lingshan-Schule, hieß sie wirklich so? You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself, anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. Ist das wirklich möglich? It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Ein göttliches Auge wird dich nicht besser in Kampfkunst machen, oder es kann andere Gründe geben, warum du diese Technik nicht zu meistern scheinst, und das würde ich auch eher annehmen. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. Nun, das ist die richtige Einstellung. See you in the arena. So, okay, alle haben irgendwelche Beweggründe. Und ich finde halt immer lustig, dass es mir jetzt erst aufgefallen, dass um Yuki herum immer diese Steine herumfliegen von Ningguang, wenn die zu lange steht. Naja, gut. Kann man das Ding anklicken? Aber ich meine, das haben wir schon. Oder ist das dieses komische Rätsel? Nächste Prüfung. Okay, genau, hier war das. Hier startet man und dann kann man hier quer durch die halbe Insel fliegen und dann muss man kämpfen und so. Ja. Hey, Youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. So, you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. Willst du ein Abenteurer werden oder willst du ein Held werden? No, no, no. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seem to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. A vision. You have so much self-confidence. Hast du Turniererfahrungen? That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever by nature,
I'm confident. I've done enough to guarantee my victory in this tournament. Seid ihr da nicht so sicher? Ha! You don't mince your words, do you? The arena will be the judge. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. So. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just... really average. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Ja, come ne? on, let's go sign up. Okay, aber eines will ich wissen. Ist das nicht die, mit der wir Parfüm gemacht hatten? Wobei, die sieht ein bisschen anders aus, habe ich einen Eindruck. Ja, gut. Collecten. Hier auch noch schnell was collecten. So. Oh, statt da wäre gerade was gespawnt. Schmetterling. So, ne. Okay, schon weg. Aber wie es weitergeht, werdet ihr erst in der nächsten Episode sehen. Also, ich empfehle euch, ein Abo dazulassen, weil so unterstützt ihr mich am besten und am aktivsten. Ihr müsst meinen YouTube-Kanal nicht mehr aussuchen, das heißt, ihr verpasst auch keine neuen Episoden. Ihr könnt dann auch direkt das Glockensymbol mit anklicken, dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte, denn ich streame auf YouTube statt auf Twitch. Streams werden normalerweise auf meine Social-Media-Kanäle zeitnah angekündigt, die sind ebenfalls verlinkt. Zwischendurch poste ich auch so Clips, die ich sonst noch nicht veröffentlicht habe. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal, Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!